Ja, hi Leute und willkommen. Ich habe jetzt ganz spontan nochmal den Stream angemacht. Einige von euch hatten ja gesagt, beziehungsweise einige hatten es nicht mitgekriegt, dass ich den Stream auf 17 Uhr vorverlegt habe. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir werden jetzt nochmal eben ganz kurz eine Runde spielen. So eine Stunde oder anderthalb. Je nachdem, wie viel Lust ich habe. Es ist jetzt reiner Clash of Clans Stream allerdings. Ich bin jetzt gerade bei BlueStacks. Und da kann ich jetzt, warte mal, einen Sound anmachen. Da kann ich jetzt, ja, nicht noch andere Sachen jetzt hier noch spielen. Also ich kann jetzt keinen Funrun spielen, ich kann jetzt auch kein Planar Pirate spielen. Wir sind jetzt nur noch quasi dauerhaft am Clash of Clans Stream. Sollen wir einmal kurz gucken. Rup. Ah, es ist noch an. Okay, es ist also noch an und ja, jetzt ja, muss ich erstmal ganz kurz überlegen, was ich jetzt überhaupt mache. Ich habe Darkhunter auch noch Bescheid gesagt. Er kann sehr gerne mit ins Teamspeak noch kommen, wenn er das will. Die Sachen hat er ja noch. Die Zugangsdaten, Matthias ist nicht mehr da, deswegen hatte ich ja den Stream ursprünglich auch vorverlegt. Bin jetzt total unvorbereitet hier, aber okay. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Ich habe jetzt den. Warte mal, ist der Sound überhaupt richtig? Von der Lautstärke her. Jetzt muss ich erstmal gucken. Töne. Manchmal etwas leiser. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin noch ein bisschen heiser. Ich bin quasi eben auch erst wieder nach Hause gekommen. Ich war nach dem Stream war ich erst noch weg. Muss jetzt überhaupt erstmal meinen Laptop hochfahren, damit ich überhaupt mal eure Kommentare lesen kann im Chat. Habe ich auch das noch nicht gemacht. Truppen habe ich gerade in Ausbildung und so weiter und so fort. Ja, das ist alles noch so. Sind alles noch so Sachen, die ich jetzt mal eben noch gleich machen muss. Moment. Es dauert alles, bis ich hier mal alles so weit am Laufen habe, wie ich mir das vorstelle. Der Laptop ist unglaublich langsam beim Hochfahren, Leute, müsst ihr verstehen. Ah, im Fernsehen läuft gerade South Park, auch nicht schlecht. Ist ja ganz geil, jetzt ist Comedy Central ja immer umgezogen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht, dass ich jetzt gerade eure Kommentare noch nicht lesen kann. Das werde ich dann gleich wahrscheinlich machen können. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute noch dabei sind. Ihr könnt ja mal die Werbetrommel ein bisschen noch rühren. Vielleicht kommen ja da noch ein paar Leute vorbei. Das wäre natürlich ganz geil. Alter, mein Oprah hängt sich aber auch alle 2 Sekunden auf, weil der Laptop so alt ist. Der ist so alt und schlecht. Und braucht einfach ultra lange, bis er überhaupt mal hochgefahren ist. Das dauert schon mal. Oh, jetzt installiert Firefox auch noch ab. Erst habe ich Opera gehabt und dann Firefox installiert auch noch ein paar Updates und ja. Wir sind aber hier noch dabei. 178 von 220 haben wir jetzt. Oh, hoffentlich macht meine Stimme das doch mit. Und hoffentlich lädt jetzt endlich mal das Dashboard hier, damit ich endlich dann mal schreiben kann. Beziehungsweise erstmal sehen kann, was ihr. Aha, okay. Er lädt, er lädt, er lädt, er lädt, er lädt, er lädt. Er lädt. Lad! Lad den Chat! Ich will den Chat sehen. Ich will den Chat sehen. Und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Fred, warum machst du eine neue Base wie im Video gesagt? Ja, könnte ich ja eigentlich jetzt machen, ne? Könnte ich ja eigentlich jetzt machen. Das wäre nicht schlecht. So. Lad doch endlich! Lad doch endlich den Chat! Tut mir leid, Leute, dass es sich nur ein bisschen zieht. Ich muss mal eben ganz kurz warten, bis er den Chat geladen hat. Und er steht immer noch offline hier. Boah, jetzt frage ich mal eben ganz kurz. Alles okay beim Stream? So. Gucken, ob der jetzt auch gescheit läuft. Er müsste. Eigentlich müsste eigentlich laufen. Müsste eigentlich laufen. Ja, er ist online. Er ist online. Ja, wunderbar. Warum kommt Werbung? Müsste eigentlich nicht kommen. Müsste eigentlich keine Werbung kommen. Normalerweise, ich habe das eigentlich so eingestellt, dass ich habe zumindest gar nicht auf Werbung gedrückt, also. Ich mach mal wieder in Slow-Mode rein. Ich muss mal wieder in Slow. Machen wir mal auf 90. So, Slow-Mo ist wieder auf 90, tut mir leid, Leute, sonst wird das einfach, ja, wird das von der Kapazität einfach zu viel werden. Ich kann jetzt auch leider nicht auf mein Facebook-Konto zugreifen, wo ich quasi dann, wie soll ich das mal sagen, wo ich quasi nochmal Werbung machen könnte. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen Werbung macht. Und ja, mal vielleicht noch sagt, dass wir jetzt noch am Stream sind. Ist natürlich jetzt sehr kurzfristig, das weiß ich. Ich mache es wirklich jetzt nur für euch, ganz ehrlich. Ich wollte ja gar nicht mehr streamen heute Abend. Ich mache das jetzt nur für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, dass der Stream um 17 Uhr ist. Und ja, deswegen für euch Leute exklusiv nochmal hier ein kleiner Stream. Ich hoffe,
dass ich, tut mir leid, wenn ich jetzt auch nicht ganz so lange streamen kann oder nicht so viele Fragen beantworten kann, weil ich jetzt ja nebenbei auch noch zocken muss und ich jetzt natürlich auch keinen habe, der hier noch großartig mir noch hilft. Weil ich nicht weiß, ob Darkhunter noch kommt oder vielleicht Areto oder so, keine Ahnung. Wobei ich die IP, weiß ich die IP? Die IP weiß ich auch so gar nicht. keine Ahnung. Fred, kannst du jetzt eine kleine Besuchsfolge machen? Ja, kann ich gleich machen. Aber tut mir leid, beziehungsweise tut mir den Gefallen. Ah, Fred, hab den Stream vorhin verpennt. Dreammakers auch dabei, das ist doch schon mal schön. Der Dreammakers auch dabei und ich muss mal eben gucken, dass ich... Ah, der Nightbot ist ja sogar schon drin, das ist ja schon mal gut. Der Nightbot ist drin, jetzt warte mal, ich muss den mal einmal rausnehmen. Ich will das mal einmal ganz kurz... Nightbot is leaving. So, Checker kriegt auch noch ein paar. So. Ah, wir müssen am Zacken gerade. Ich streame mit 2000, mit 2 Mbit sogar, das müsste eigentlich laufen. So, Diamant ist auch da, viele Grüße. Und ja, ich, wie gesagt, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich wollte eigentlich nicht mehr streamen, aber ich bin ganz zufällig auf meine Seite gegangen von Twitch und da habe ich gesehen, dass einige Leute da noch drin sind. Ja. Wann machst du, dass das random Leute in den Clan dürfen? Habe ich schon gemacht. Warte mal. So, und dann muss ich einmal schreiben, wo ich wohne. Bin ja umgezogen, was vielleicht einige nicht wissen und deswegen wohne ich jetzt in Dortmund und ja. Wer will, kann mich mal treffen auf dem Weihnachtsmarkt. Oder so. Hast du eine Pause gemacht? Baust du jetzt gleich noch... ich muss mal eben jetzt ganz kurz was überlegen. Baue gleich um. Da muss ich aber allerdings mal eben... Ich würde sagen, es ist eigentlich am schlauesten. Ich suche mir jetzt mal eben die... Ich hatte mir schon ein, zwei Leute überlegt, wie ich quasi die Base gestalten will. Ich würde sagen, wir greifen erst einmal an. Und dann, ja, und dann können wir quasi gucken, dass wir dann irgendwie, weiß ich nicht, dass ich dann irgendwie die Base mal umbaue oder so. Jetzt muss ich mal eben kurz den Nightbot joinen lassen. Freust du dich auf den Winter? Ja, irgendwie finde ich den Winter cool. Allerdings trage ich Kontaktlinsen und kriege im Winter immer Probleme mit... Oh, er wohnt in Witten. Na, ist ja gar nicht mal so weit weg. So, und jetzt erneuern wir mal eben alles. Ich muss sagen, Dortmund ist schon eine ganz schöne Stadt. Muss ich sagen... Natürlich, Borussia Dortmund ist natürlich auch zu Gast. Ich bin zwar kein Dortmund-Fan, aber das Stadion, muss ich sagen, ist doch ganz schön. Fred, im Chat kommt alles früher, als wenn du es sagst. Das verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, aber... Naja, gut, das verstehe ich schon, aber... Naja, geht. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal eben... Ich weiß nicht, ich suche jetzt erstmal die Base raus, die ich bauen will. So, dann mal als erstes. Gucken, ob. Warte, ich gehe jetzt erstmal hier bei meinem iPad, gehe ich jetzt erstmal bei Skype online, damit ich auch mitbekomme, wenn der gute, wenn auch irgendwer schreibt. Was hatte ich denn jetzt gekriegt? So. Oh, jetzt habe ich gerade mitgekriegt, dass sich ein Kollege die PS4 geholt hat. Und da bin ich natürlich ein bisschen neidisch. Aber okay. So, wen wollte ich denn nochmal? Ich hatte, glaube ich, Werder 17 hatte ich, glaube ich, ausgesucht für die Base. Ah, das ist eine Frage, die mir schon sehr oft gestellt wurde. Und wie bist du auf Clash of Clans gekommen? Ich bin auf Clash of Clans gekommen, weil das mir irgendein Zuschauer mal irgendwann gesagt hatte und gesagt hat, ey, du musst das Spiel mal spielen. Habe ich das Spiel gesucht, dann gab es das nicht für Android. Da hatte ich noch kein iPad, schon lange nicht. Also noch lange nicht. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, habe ich mir erstmal nichts gedacht. Da habe ich mir erstmal gedacht, pff, egal, dann gibt's das halt nicht. Warte mal, wen wollte ich denn nochmal, welche Base wollte ich nochmal nehmen? Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, spiele ich das Spiel halt nicht. Habe auch gar nicht geguckt, was es ist. Dann habe ich gehört, oh, jetzt ist das, ist der Release von Clash of Clans für Android. Dann habe ich gedacht, komm, da hatte ich irgendwie so, glaube ich, 600 Abos oder 1000 Abos oder so. Da habe ich mir gedacht, komm, das spielst du jetzt mal. Und dann hatte ich auch noch, ich glaube, im Dezember hatten wir noch unser 2000 Abo-Special. Und im, was war das denn? Im April auf dem GameStar-Netzwerktreffen hatte ich, glaube ich, noch 6000 oder so. Also es ist schon alles relativ explodiert. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich bedanke mich natürlich bei allen, die den Kanal abonniert haben. Freut mich natürlich. Aber ich kann euch natürlich garantieren, es wird sich einfach nichts ändern, weil ich das auch nicht wegen der Leute mache, sondern ich mache einfach, weil mir die Spiele Spaß machen. Und so weiter und so fort. So.
Kira ist schon wieder am Eskalieren. Da gab es auch eben schon Streit im Clan. Was ich eigentlich nicht so ganz nachvollziehen will, das aber jetzt nicht hier Thema sein wird. Ich muss jetzt mal eben gucken, welche Base ich nehmen wollte. Beim Clan suchen, nein. Yannick war das auch nicht. Wen wollte ich denn nochmal nehmen? Das war jemand heute aus der Folge. Bin ich mir gar nicht mal sicher. Es war irgendwie ein neues. Greli war es auch nicht. Ah, Passi war es, glaube ich. Passi? War das Passi? Ich weiß es nicht. Ah, er war es. Er war es. Genau, die Base wollte ich nehmen. Ich muss mal eben gucken, ob ich das mit dem iPad irgendwie abfotografiert bekomme, weil ich mein Handy gerade dafür nicht benutzen kann. Und die iPad-Kamera ja nicht so ultra tutti ist, wie das bei anderen Geräten der Fall ist. Aber jetzt hat er ein Foto gemacht. Wunderbar. Jetzt lege ich mir das mal hier vor und dann können wir gleich mal gucken. Vielleicht, warte mal, ich muss mal eben noch ein. Ja, schreibt einer. Da habe ich einem Kollegen gesagt, komm doch mal im Stream vorbei. Da hat er geschrieben, nee, bin du kaputt. Ach ja. Okay. Ich würde sagen, ich habe jetzt die Base. Ich greife aber jetzt erstmal eben an. Pessi an der Stelle, viele Grüße. Fred, seit wann trinkst du Kaffee? Das Spiel, aber ich muss erstmal die Fragen jetzt alle der Reihe nach durchgehen. Also, seit wann spiele ich Clash of Clans seit dem Release? Das müsste Ende September, Anfang Oktober gewesen sein. So, dann Frage Nummer zwei. Seit wann trinke ich Kaffee? Seit ich Zivildienst gemacht habe. Vorher habe ich nie keinen einzigen Schluck Kaffee getrunken. Und dann hat sich das so ergeben und dann, ja. Wobei ich jetzt sagen muss, so die letzten Tage habe ich das, oder die letzten Wochen habe ich den Kaffeekonsum doch schon etwas eingeschränkt. Weiß ich nicht. Weil ich einfach merke, wenn ich so nachmittags noch Kaffee trinke, dann kann ich einfach nicht mehr pennen. Und dann, ja, das ist natürlich schlecht, ne? Wenn man morgens früh raus muss und dann noch bis nachts irgendwie 100 Millionen Uhr noch wach liegt, dann ist das nicht so gut. So, wir haben, also der Plan jetzt. Der Plan für diese Folge, für diesen Stream ist, ich werde jetzt erstmal einen Gegner suchen, werde angreifen, dann werde ich die Base umbauen und dann werde ich Leute besuchen. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, was arbeitest du? Das ist wahrscheinlich eine der meistgestellten Fragen. Ich bin selbstständig tätig, möchte aber das genaue Gebiet jetzt unbedingt noch nicht verraten. Das ist ja vielleicht mal so was für ein weiteres Special oder so. Ja. Aber das sollte auch erstmal als Antwort reichen, würde ich sagen. Leute, Fred greift jetzt an. Alles mit schlecht. Was? Achso. Alles mit, was? Ich habe jetzt immer so einen Scheiß hier vor im Chat. Alles mit seiner Zeit. Achso, okay. So. Wolltest du mich noch besuchen? Ah, jo, Dreammaker 18. Wo habe ich dich nicht schon besucht? Aber da musst du mir nochmal den Namen reinschreiben. Dann kann ich nochmal bei dir vorbeischauen. Kann ich nochmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, wenn ihr spenden wollt, könnt ihr das gerne machen hier drunter. Ich habe den Spendenzettel jetzt allerdings nicht hier. Den werde ich jetzt. Müsste ich jetzt gleich mal raussuchen. Moment. Ich kann jetzt gleich mal eben auf die Seite gehen, wo die Spenden angezeigt werden. Und wenn jemand spendet, dann sehe ich das und dann kann ich euch noch besuchen und werde mich freuen und kann vielleicht Matthias ein neues Mikro kaufen. Das will er sowieso machen. Aber mal gucken. Matthias Mikro finde ich jetzt ehrlich gesagt nämlich nicht ganz so tutti und ich habe ihm jetzt schon ein schönes rausgesucht und dann werden wir mal sehen. Das wird das Mikro noch gescheit. Ist das Mikro, dass wir ihm noch ein gescheites Mikro kaufen können, beziehungsweise ein gescheites Headset, weil er relativ oft hin und her pendelt zwischen seiner Freundin und seinem Geburtshaus und deswegen. So, dann ist das so. Die Spendenseite habe ich offen, falls jemand spenden will, dann sehe ich das jetzt auch. Hui, wen besuchst du? Das weiß ich nicht. Das ist eigentlich ein Zufall. Ich will eigentlich auch nicht die Leute besuchen, die mich, die. Nein, was war da denn jetzt? Ich will auch eigentlich nicht die Leute besuchen, die spenden, weil ich das eigentlich auch unfair finde. Aber irgendwie muss ich das ja auch mal etwas sortieren. Das ist auch so eine Sache. Wir gucken mal. So, übrigens, Samstag kommt ein neues Projekt raus mit dem guten Don John. Es ist endlich soweit. Samstag 15 Uhr bei ihm und bei mir. Würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf beiden Kanälen mal reinschaltet. Ich werde natürlich nicht verraten, was es ist. Hat aber ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht aufzunehmen und werden auch noch weitere Sachen aufnehmen. Eigentlich auch unabhängig davon, wie es ankommt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Muss ich sagen, es ist ja eigentlich auch das, was mich oder den Channel hier von vielen anderen vielleicht unterscheidet. Das ist einfach, dass Matthias und ich meistens immer nur das spielen, was uns auch wirklich Spaß macht. Deswegen werden wir bald auch eine Runde FIFA spielen. Und ich schreibe einer, Fred, schmeckt dir eigentlich Sushi? Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Man sollte es nur nicht so wie ich öfters mal vom Discounter kaufen, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Da ansonsten wirklich frisch gemachtes Sushi oder so, sehr lecker, aber auch teuer, ne?
Da kann man auch nicht jeden Tag essen. Ich finde Japan generell sehr geil, muss ich schon sagen. Ach ja, so ist das. Muss ich erstmal Matthias schreiben, dass ich noch streame. Sonst, sonst glaubt, wird mir das sonst gar nicht glauben. Moment. Streame grad. Er wird sich bestimmt denken, FIFA-Konsole oder PC? Ja, ich hab es mir für PS3 gekauft. Es ist noch unterwegs. Ich habe es jetzt nicht zum Release bekommen. Bin ich auch. Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Und ja, deswegen. Ich hatte mir schon mal überlegt, mir vielleicht eine PS4 zu kaufen. Allerdings, ja, die kostet dann auch wieder 400 Euro. Ne? Das ist alles Geld, was man dann auch haben muss im Grunde. Und ich will jetzt nicht unbedingt dann immer so viel ausgeben. Alter, jetzt ist er aber heute oft nicht synchron. Also, das muss ich mir nicht schon sagen. Alter. Oh, 300 Leute schon. Hui, nicht schlecht. Nicht schlecht. Warte mal eben. Verbreitet mal den Stream. Auf allen, ihr müsst es auf allen Plattformen, müsst ihr jetzt schreiben. Hier. Ah, ich kann auch auf meiner Facebook-Seite. In meinem Tablet kann ich doch auf der Facebook-Seite das eben kurz. Ich muss sagen, der 17 Uhr Stream, Leute, für alle, die es noch nicht gesehen haben, den Fred, hast du die PS3 GTA 5? Ja, ich habe ja auch einen eigenen GTA-Channel auf YouTube, der heißt GTA. Ah, Leute, ey. Ist aber echt. Jetzt ist aber echt so langsam der Wurm drin hier. Der heißt GTA Inside.com, alles aneinander geschrieben. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das mal jemals Let's Playen will oder so. Aber das ist echt. Ich hoffe mal, ich kann es einfach mal angreifen, ohne dass die Verbindung dauernd weggeht, ey. Mann, ich muss jetzt mal eben hier kurz. Beitrag. Livestream jetzt on auf http://de.twitch.tv/MrMobileFanboy. Posten. Okay, jetzt können wir weiter, angreifen. Ich hoffe mal. Oh, Alter, ich nehme jetzt zumindest mal eben das Zeug hier mit. Oh, ich habe ja noch meine Queen. Ja, das ist irgendwie. Naja. Hoffentlich kommen jetzt vielleicht noch ein paar Leute dazu, wenn ich jetzt mal. Lohnt es, Schweine auf Level 2 zu verbessern? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die auf Level 4 und muss sagen, ja, die ist schon. Die sind okay. Also kann man auf jeden Fall mal. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. So. Das ist jetzt noch das. Ich hoffe mal, wir finden jetzt mal wirklich mal irgendwie ein. Vielleicht kriegen wir jetzt ja noch die restlichen. Das restliche Dunkle zusammen. Um mal eben noch schnell die Queen zu machen auf 8. Boah, wenn ich die mal auf 10 habe, das wäre so göttlich. Damit könnte ich bestimmt richtig gut angreifen. Ja, ich bewerte ja gleich noch Dörfer, keine Sorge, aber alles zu deiner Zeit. Ich weiß noch nicht, der Dark Hunter ist auch noch nicht da, wo der Lumpi sich rumträubt. Was hat er jetzt hier? So, mal gucken, dass ich jetzt. Fred, wieso bist du jetzt erst da? Das, liebe Gangstergurke 99. Hat den Grund, dass ich, dass Matthias nicht konnte um 8. Der konnte nur bis 7, weil er irgendwie noch was zu tun hatte. Und dann habe ich gesagt, komm, wir streamen von 5 bis 7. Das haben aber wahrscheinlich, nicht alle gelesen. Und deswegen, ja. Das ist halt so. So, jetzt müssen wir eben gucken, dass wir mal eben hier die Riesen. Ein bisschen gepusht kriegen. So, da noch was hin. Ich muss mich jetzt eben konzentrieren, damit ich jetzt hier. Ich bin nebenbei noch bei Skype ganz kurz am Schreiben gewesen und hier noch nebenbei verschiedene Sachen zu machen. Ich bin ja keine Frau, ich kann ja kein Multitasking machen. Deswegen muss ich das mal ein bisschen jetzt hier. Ein bisschen dosieren, damit ich das mal eben ganz schnell hinbekomme. So, eben hier noch eine Brigade setzen. Eben die Außengebäude mal ganz kurz wegmachen, damit die gleich da alle hin können und hoffentlich sich alle noch das Zeug schnappen. Ah, das Dunkle ist auch noch da, das ist auch nicht schlecht.
Fred, was hast du für einen Tipp für COC-Anfänger? Zum Beispiel, aber Rathaus 7 ist ja nicht COC-Anfänger, ne? Also, den einzigen Tipp, den ich euch wirklich erstmal geben kann, ist nicht zu früh das Rathaus hochzuleveln. Das habe ich. Ich habe einmal den Fehler gemacht und bei Rathaus 8. Ich bin zu früh auf Rathaus 8 gegangen, das war nicht ganz so gut. Ansonsten wirklich, ich gehe ja jetzt auch noch nicht hoch, weil es einfach dann zu früh wäre. Und ja. Sind die neuen Member schon festgelegt? Nein, ich werde ja eben ziemlich viel Stress noch im Clan, deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das genau handhaben werde. Alter, jetzt geht mir dieser Magierturm da auf die Eier. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Das muss ich jetzt natürlich eben kaputt machen. Ich will natürlich das Restliche noch eben haben. Ach, jetzt attackiert hier jeder meinen feinen kleinen Barbarenkönig. Das ist ja nicht, das ist ja nicht, das ist ja nicht fair, oder? Das ist ja nicht fair. Noch, 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 jetzt. Jetzt Zündung, Freunde, jetzt Zündung. Habe ich noch meine Queen? Habe ich ja auch noch. Oh, der König ist weg. Der König ist weg, die Queen lebt noch. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt noch. Ich weiß nicht, was ich noch in der Clanburg habe. PS4 oder Xbox One, was ist besser? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich da echt nicht entscheiden. Also, ganz ehrlich, ich würde mich. Wenn ich an eurer Stelle, würde ich mich danach richten, was eure Freunde haben, beziehungsweise was eure Freunde sich vielleicht kaufen werden. Denn das ist ja ganz wichtig, weil man ja immer mit den Freunden spielen will, die man da persönlich kennt. Warte, muss ich mal ganz schnell auf Aufgeben klicken. Ja, wieso sollte man sein Rathaus nicht so früh abbauen? Weil du dann nicht mehr so viel Loot bekommst von dem gleichen Rathaus, wie du noch vorher bekommen hättest und du noch sehr viel nachziehen musst von den Gebäuden. Das heißt, die Gebäude, die dir dann bei der einen Rathausstufe sowieso noch gefehlt haben, die fehlen dir ja dann bei der neuen nochmal und du musst noch bis noch mehr hinterher. Und ja, das ist natürlich nicht so gut. Und natürlich viel weniger Loot, das ist natürlich auch eine Sache. Deswegen auf jeden Fall mein Tipp, nicht zu früh hochgehen. Ich habe es selber gemacht bei Rathaus 8 und kann es wirklich keinem empfehlen. Und jetzt bauen wir die Base um. Jetzt bauen wir die Base eben um, würde ich sagen. Wunderbar. Oh, wo habe ich denn das? Wo habe ich denn das Bild hingetan? Wo ist das Bild? Wo ist das Bild? Das gute iPad 2. Wo habe ich denn? Vielleicht unter. Ist das irgendwie unter Kamera noch oder so? Wo habe ich denn? Ach, Fotos, da. Da. Apple oder Samsung. Ich bin persönlich, was Handys angeht, kein Freund von Apple. Vor allem das neue iPhone 6 Plus. Das hat es ja auch in sich, habe ich gehört. Wobei natürlich die alten iPhones oder so, auch das normale iPhone 6, keine Ahnung, das wird schon seine Stärken haben, keine Ahnung. Kann ja auch jeder dann kaufen, was er will. Von daher, was Apple auf jeden Fall sehr gut macht, sind Tablets. Das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen. So, jetzt bauen wir erstmal die Base um. Dab, da vorne muss noch ein X-Bogen hin, da muss auch noch ein. Jetzt weiß ich nur leider nicht, was er da vorne hatte. Weil das zerstört war. Na gut, dann muss ich so lange eben, dann muss ich das halt als letztes bauen. So, der war da. Und er war. Ach, das waren die Altare der. Ah, das waren die Altare der Viecher. Ich baue es aber etwas anders als er. Er hatte die ein bisschen anders gesetzt. Ich baue den hier hin. Baue die Clanburg dahin. Dann habe ich nämlich schon mal drei Sachen abgedeckt. So, jetzt kann ich mal eben gucken, wie viele Mauern ich denn schon habe. Boah, 72 Mauern fehlen mir noch. Ich werde es nie schaffen. Ich weiß nicht, wie ihr das alle macht. Mir fehlt immer Gold und Elixier dafür. Das ist irgendwie. Ich kriege das irgendwie nicht hin, das so schnell abzugraden. So. Jetzt ist nämlich das, was ich geil finde hier an dieser Base, ist nämlich, dass jetzt hier, Moment, ein Goldlager hinkommt auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite ein Elixierlager. Oder hab ich mich jetzt verbaut? Ah, ich habe mich verbaut. Das muss nämlich dahin, das muss dahin, das muss dahin. Okay. Der muss dahin. Nein, nach oben. Nach oben bitte. So. Der einmal umrandet, bitte. Ich hoffe mal, ich kriege dann auch alle möglichst. Mal gucken. Mir fehlen noch 130. Na gut. Viele von euch haben natürlich mehr Mauern schon hoch als ich, manche noch nicht. Das ist halt. Es ist halt das Spiel, ne? So, jetzt müssen wir eben gucken, was ich da sonst noch hinbauen muss. Daneben muss nämlich noch ein Goldlager. Daneben muss noch ein Elixierlager. Und dann muss hier noch ein. Das finde ich nämlich das Geile an diesem Design, dass da noch der Tesla neben ist. Das finde ich nämlich ultra geil hier dran. So.
War das denn auch richtig so? Ja, das war richtig. Ziehen wir noch hier rein. So, da muss das hin. Jetzt wieder. Es ist im Grunde auf dieser Seite, ist das jetzt alles das gleiche Spielchen. So, warte, der muss nach da. Jetzt hier nehme ich noch das Elixierlager hin. Ja, wir können ja mal eben. Warum macht man immer eine Farming Base? Ein Hybrid ist doch besser, oder? Nee, das ist quasi. Ja, ich nehme immer eine Farming Base, weil das ist quasi. Du willst ja quasi, dass der Gegner angreift und deine Ressourcen nimmt. Dein Rathaus nimmt und dann sich quasi wieder verpisst. Ne? Und sonst quasi dann nichts weiter angreift. Und das ist halt bei einer Hybrid. Da gehen dann halt auch viele drauf, die dann die drei Sterne haben wollen. Und ja, das ist immer. Ich persönlich finde die normale Farming Base einfach am besten. Oder dann wirklich eine Trophy Base, wenn du eine Pokaljagd machst. Okay. Aber also Hybrid bin ich so persönlich nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Kann man aber vielleicht bei einer Pokaljagd dann vielleicht doch nochmal testen. Aber allerdings, wenn du wirklich farmst, dann sind dir die Pokal ja scheißegal. Also, du versuchst halt immer in der Stammliga drin zu bleiben, in der du dann halt hoffst, den meisten Loot zu finden. Aber ansonsten, naja, weiß ich jetzt nicht. Fred, willst du einen Lava-Hund? Könnte ich gleich mal, wenn einer mir im Clan einen gibt? Oder ist Strafi Bix vielleicht, wer war das denn eben noch, der Lava? Dachte Jojo? Weiß ich jetzt gar nicht. So, was haben wir jetzt hier noch an der Seite? Habe ich mich sofort mal verbaut. Das muss auch noch weg. Zack. Ah, ich bin so froh, dass die Teslas oben sind. Ey, das war ein Akt. Das hat gedauert. So, jetzt kommt nämlich noch die Luftabwehr an die vier Ecken hier. Eins, zwei, drei und... Nein, nicht den. Und Nummer 4. Luftabwehr muss ich auch noch hoch machen. Habe ich zwei momentan im Ausbau. Das heißt, zwei fehlen noch, deswegen werde ich die mal eben umtauschen. Damit ich da zumindest halbwegs auf der sicheren Seite bin, dass mir da keiner von der einen Ecke reingeht. Was heißt denn hier noch im Clan-Chat? Fred, kannst du mich mal besuchen? Hallo. So. Mal eben gucken, dass ich das jetzt mal eben hier noch richtig hingebaut bekomme. So, die steht schon mal, die Luftabwehr. Das ist schon mal gut. Daneben hatte ich jetzt hier noch das. Auf der oberen Seite einen Turm. Moment, mein Handy, mein Tablet darf natürlich nicht ausgehen. So, hier oben machen wir davon einen hin. Da machen wir jetzt dort noch einen hin. Allerdings muss ich jetzt mal eben ganz kurz überlegen, wie ich das jetzt am geschicktesten angehe. So, hier war unten war der Elixierbohrer. Daneben bauen wir jetzt noch eine Kanone. Und daneben bauen wir jetzt noch einen Turm. Und jetzt wird das Ganze natürlich auch wieder umrundet. Boah, ich habe noch so viele Mauern, die ich noch upgraden muss. Das sind echt viele Mauern. Okay, versuch das mal auf der Seite. Hier neben war natürlich auch wieder der Elixierbohrer und die Kanonen habe ich übrigens auch alle schon auf 11. Das ist sehr, sehr gut. Die Türme habe ich, glaube ich, 2 von 4. Das ist auch ganz okay. Allerdings fehlt da natürlich dann auch noch wieder ein bisschen was. Ja, ich finde, die Def geht eigentlich halbwegs zu ab, ne? Aber irgendwie tue ich mich immer etwas schwer, was die Mauern angeht. So, was hatten wir hier denn noch? Achso. Hier war noch eine Luftbombe und noch, ich denke mal, das wird wohl ein Tellereisen gewesen sein. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Dann nehmen wir jetzt aber auf jeden Fall diese Mauern. Boah, so viele Mauerstücke noch und so wenig Gold und so wenig Elixier und so wenig von dem anderen Zeug. Das ist echt. Ich hoffe, es ist auch nicht zu langweilig für euch. Dass ich jetzt hier die Base ausbaue. Tut mir leid, ich hab's jetzt halt mal angekündigt und wollte es jetzt mal machen. Wie gesagt, hoffentlich ist es jetzt nicht zu langweilig und ihr könnt es mir verzeihen. So, hier noch eine Goldmine, dann noch einen Turm. Aber irgendwas passt doch hier schon wieder nicht. Das muss nämlich dahin. Dann noch eine Kanone. Ja, das Ganze ist umrandet. Dafür nehmen wir jetzt wieder die Mauern Level 7. So, was haben wir jetzt noch gehabt? Ah, hier auch noch eine Riesenbombe. Ich habe übrigens auch noch ein paar Bomben abgegradet, weil ich vor kurzem einfach noch ein bisschen Gold übrig hatte. Allerdings nicht genug, um noch mehr zu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du halt noch irgendwas anderes damit. So, da muss das hin. Ich muss sagen, die Base kann man sehr leicht aufbauen. Das finde ich schon mal sehr gut. Das ist schon mal auf jeden Fall von Vorteil. Hier kommt noch eine Riesenbombe hin und noch Tellereisen und noch das. Der gute Klassiker. Ansonsten kann ich das jetzt gleich schon mal wieder umranden. Nee, kann ich eigentlich noch nicht umranden, weil jetzt hier noch was fehlt.
Fehlt jetzt nämlich noch etwas, und zwar das. Wäre es auch zu einfach gewesen, wenn ich das jetzt schon so gemacht hätte? Dann wäre es ja. Nein! Nein, nicht so. So. Dann wäre es ja zu einfach gewesen. Jetzt kann ich das endlich machen. So, blub, 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 blub. Ja, zack, das ist schon mal fertig. Und jetzt. Es kommt übrigens bald eine XXXXXXL-Besuchsfolge raus. Ich weiß noch nicht genau, wann ich die Zeit dafür finden werde, die zu machen. Weil ich momentan wirklich zeitlich. Ich habe eigentlich momentan absolut überhaupt keine Zeit. Versuche noch die Clash of Clans-Folge irgendwie noch dazwischen zu dödeln und ansonsten, was da noch so kommt. Deswegen, Leute. Fred, du musst insgesamt noch 36 Millionen für deine 72 Mauern ausgeben. Alter, du mach mir doch. Deprimier mich doch nicht mit dieser Aussage. Ich weiß, ich weiß. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel, was ich da noch brauche, auf jeden Fall. Ach, wir haben es jetzt gleich. Zumindest das haben wir jetzt gleich auch. Mal eben noch darüber und noch darüber. Und jetzt habe ich noch sechs Mauerstücke übrig. Ach so, die hat er noch außenrum verteilt. Ich glaube, ich habe nämlich ansonsten alles. Muss sagen, ich finde die Base eigentlich ganz gut. Ich finde die Base lieber passy. Die Base gefällt mir sehr gut. Jetzt habe ich natürlich außenrum noch ein bisschen Platz. Und ich fange meistens immer bei sowas erst an, mit den Armeelagern die zu verteilen. Und zwar an diese Ecken hier. Dass ich die Ecken möglichst dann irgendwie besetzt kriege mit den Armeelagern. So. Das Rathaus kommt am besten mal hier. Ne, warte mal, da unten sieht es keiner. Ich will ja, dass es gesehen wird. Das kommt da in die Ecke. Eins, zwei. Jetzt hier noch ein paar Sammler vielleicht daneben. Noch eine davon. Und jetzt noch hier eine hin. Und ansonsten, ja. Ist ja ganz gut, dass eigentlich das meiste sowieso schon versteckt ist dann, beziehungsweise das meiste innen drin sowieso schon geschützt ist. Das ist eigentlich ganz gut. Zauberspruchfabrik. Oh, stimmt, dann kann ich jetzt hier noch schön, wo die Minen sind und so, kann ich noch eben ein bisschen, kann ich noch eben ein bisschen was weiter verstecken. Damit die Leute auch noch schwieriger haben. So, warte mal. Damit die Leute noch schwieriger haben, an die Minen und Sammler ranzukommen, wa? So, da noch einen hin. Da noch einen hin. Habe ich sonst noch was gehabt an Minen und Sammlern? Nö, eigentlich nicht, ne? Da kommt da noch einer hin. Lass mal eben gucken, dass ich überhaupt noch. Es ist aber ein bisschen blöd. Dann muss ich das mal eben noch hier. Dann muss ich hier noch irgendwas machen, sonst habe ich ja einfach. Sonst habe ich ja zu viel Zeugs noch, was da rumfliegt, oder? Sonst können die ja viel zu leicht angreifen hier von den Seiten. Das ist auch blöd. Da müssen wir es anders machen. Da muss ich das dann. Scheiß. Ich muss so scheiß auf die 50%, oder? So, warte mal. Dann muss ich das eben ein bisschen. Da muss ich ein bisschen umdisponieren. Das da oben passt schon mal so weit. Da machen wir hier noch einen rein. Ah, ich habe hier eh noch was vergessen. Eine Riesenbombe noch vergessen. Noch eine Luftbombe. So, jetzt machen wir hier an die Ecken noch. Machen wir hier noch die. Warte mal. Nein, ich. Jetzt habe ich das Mauerstück rausgenommen. Ja, die fliegende noch dahin. Machen hier jetzt noch ein, zwei, drei Bombskis hin. Ist die Leute auch schön von der. Wie hat er das denn gemacht? Warte mal, wie hatte er das denn? Mal immer auf mein iPad gucken. Ja, das ist ein bisschen besser verteilt außenrum, muss ich sagen. Er hatte es ein bisschen besser verteilt. Deswegen machen wir hier lieber noch so eine Hütte hin. Warte mal, wo fehlt denn jetzt noch was? Nein, ich will das. Ach Gott, ist aber auch. Es ist aber auch kompliziert hier. Ja, irgendwie hast du irgendwo. Irgendwo hast du immer eine Lücke drin, oder? Ja, so geht's ja halbwegs, würde ich sagen. Machen wir hier noch eine Bombe hin und da noch eine Bombe hin. Ah. Und dort noch eine hin. Ich werde das noch ein bisschen fein abstimmen. Also es ist noch nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch noch nicht gleich die endgültige Fassung der Base. Nur, dass man schon mal was hat. Und dass man da auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite ist. Ach, hier fehlt noch eine. Da fehlt noch ein Tellereisen. Und ansonsten. Habe ich immer noch ein Tellereisen vergessen? Nee, oder? Nö, ich glaube nicht.
Dann guck mal. Nein, die Deutschlandflagge, die kommt natürlich neben unser Rathaus. Ja, können wir da noch ein Einzel machen. Und da kann ich die Bauhütte noch eben nutzen für irgendwie, für einen Schabernack. Warte mal, wo bauen wir die denn mal hin? Die bauen wir dorthin. Ja, die Base ist noch nicht so, im Grunde fast noch nicht so, wie ich sie will, aber das ist, macht das Armeelager gleich wie die anderen, sonst sieht das hässlich aus. Was meint er denn, mit welches Armeelager soll ich denn wie die anderen machen? Welches Armeelager meinst du denn? Lukas, Lima. Jetzt hat sich mein Laptop aufgehangen. Ich muss den natürlich nochmal neu starten. Jetzt. Scheiße! Mann! Kira, wenn du das siehst, sag den Leuten mal eben, dass mein Laptop aufgehangen hat und ich jetzt deswegen gerade nicht noch in den Chat reingucken kann. Warte mal, ich kann ja die Twitch-App mal eben öffnen. Moment, ja, hole gleich den Hound. So. Ach, ich hasse dieses Chat. So. Ich hasse diesen verdammten Laptop, ey. Der Laptop ist echt eine Qual. So, ja, ich würde sagen, die Base ist auf jeden Fall soweit fertig und ich weiß nicht genau, was er mit dem Armeelager gemeint hat, aber ansonsten, hier könnte man vielleicht noch eine Verbesserung machen. So aus Schönheitsgründen immer da ein, warte mal. Aber dann haben wir da einen zwischen, ne? Warte mal. Das muss ich mal eben gucken, das muss ja schon gescheit aussehen, ne? So, ansonsten habe ich jetzt noch ein Mauerstück übrig. Das kommt dahin. So. Wobei ich da auch noch Platz hätte. Da hätte ich auch noch Platz. Warte mal, da müssen wir auch noch was verbessern. Wenn ich das da einsetze. Aha. So, schon besser. Schon besser. Die Base gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ja, er sagt, das ist. Was haben wir jetzt hier sonst noch? Brit, vergiss die 30 Sekunden Zünde. So schnell kann ich nicht reagieren. Ja, es reicht ja. Ich habe ja nur gesagt, du sollst nur eben kurz sagen, dass ich meinen Laptop neu starte. Das ist bei meinem Laptop, dauert das jetzt erstmal sowieso 5 Minuten, bis der wieder da ist. Von daher ist das auch egal. Fred, schau unten rechts, da steht die Luftabwehr ungeschützt. Oh, Arlen Ronaldo. Moment. Jo, da habe ich mich vertan, da habe ich was falsch gebaut. Oh, da habe ich was, deswegen habe ich auch noch so viele Mauerstücke übrig gehabt. Oh, ich Trottel, ich habe mich verbaut. Oh, ich Dämmel, ey. Das baue ich nämlich jetzt hier mal eben um. Ah, oh, ich Trottelkind, ey. Deswegen habe ich auch noch so viele Sachen übrig gehabt. Ich Dämmel, ich habe mich verbaut. Fred, nur eine Frage, wieso wird man, wenn man ganz normal schreibt, für einige Sekunden gebannt? Ich weiß ja nicht, was du geschrieben hast, aber irgendwie, also ich habe normalerweise nichts eingestellt, dass man dann gebannt wird. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, was da noch hin muss. Ach, da muss noch eine davon hin. Und noch eine Goldmine, habe ich da auch noch Platz für. Ach, fuck, ey. Das hätte ich natürlich mir denken können und das ist natürlich auch nicht im Sinne des Betrachte das, dass ich jetzt noch ein paar Mauern hier übrig habe. Mann, ey. Ich, Dämmel, hab es verbockt. So, die kommt dahin, die kommt dahin, die kommt dahin. Mann! Es ist ein bisschen umständlich, das jetzt hier zu machen, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt noch wieder in den Baumodus rein. So. Mal eben alles hier umbauen, mal eben warten, bis der Laptop wieder hochgefahren ist und dann kann ich wieder weitermachen. So, jetzt habe ich nämlich noch zwei Mauerstücke übrig. Das ist nämlich jetzt schon besser. So. Ha, das ist nämlich jetzt schon ein bisschen besser. Ja,
Die Luftabwehr ist vielleicht in dieser Base nicht so ganz ultra gut platziert. Also sie ist okay platziert, aber jetzt müssen wir irgendwann, warte, wir müssen trotzdem mal eben ganz kurz in den. Wir müssen mal eben in den Baumodus rein. Und mal eben, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, wie ich das hier mal eben kurz so weit umändere, dass ich damit auch zufrieden bin. So, darf nur dahin. Das muss dahin, das kommt. Warte mal, ach, ist recht. Es ist kompliziert. Es ist gar nicht mal so einfach. Es ist gar nicht mal so einfach, das richtig zu bauen. Aber ich versuche es natürlich. So, suchende Luftbombe kommt in die Ecke rein und hier vorne rein. Jetzt will ich mal hoffen, dass der Stream endlich mal, dass ich jetzt endlich mal über meinen Laptop hochfahren kann. Ich kann natürlich den Chat jetzt, warte mal, den kann ich ja trotzdem noch lesen. Fred, wann nimmst du die Leute bei Plunder Pirates an? Ja, nimm doch lieber die 7er Mauern, um sie rumzustellen. Das mache ich ja jetzt gleich auch. Da muss ich mal eben kurz die Mauer hier wegmachen und die dafür reinmachen. So. Ah, perfekt. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber es wird. So, das ist auch schon mal okay. Das können wir noch nach da machen. Ansonsten ist jetzt da vorne noch etwas Platz übrig. Da können wir dann noch eine schöne Bombe reinlegen. Allerdings, da kommen die Leute doch schon ganz schön schnell dran, oder? An die eine Seite. Kann ich das nicht noch ein bisschen rüberrücken? Nur einen oder so, nur einen rüber und dann... Ach, dann ist da wieder Platz. Ah, doch, warte mal, ich kann doch vielleicht noch irgendwas anderes verrücken. Ne, dann ist da wieder was offen. Wenn ich das verrücke, ist da wieder was offen. Also irgendwo an einer Ecke. Da oben ist auch noch ein Mauerstück. Da oben ist auch noch ein Mauerstück übrig. Es ist alles kompliziert. Da noch eins hin. Ah, warte mal. Fortsetzen, wo Oprah beendet wurde. Das ist doch schon mal wunderbar. Da kann ich gleich den... Okay, kommt noch was Besonderes außer umbauen und angreifen. Das ist doch immer das, was wir quasi immer machen. In den Streams. Ich weiß nicht, was du dir sonst noch vorstellst unter Clash of Clans. Aber das ist ja im Grunde genommen fast schon das... Okay, da ist ein riesiges Loch jetzt. Das kann ich auch nicht so lassen. Ja, egal, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich lasse dieses eine Loch da jetzt mal drin. Hier ist aber auch ein Loch. Ach, wie hat er das denn gelöst? Wobei, er hat auch da Platz. Ja, er hat auch da. Er hat auch nicht so ganz so viel da. Wobei, die eine Ecke kann ich ja noch... Die eine Ecke könnte ich ja noch nutzen für mein Rathaus, würde ich mal sagen. Oder das Rathaus... ich möchte das Rathaus mal auswählen könnte. Warte mal, ich entferne es mal eben. Nehme das jetzt hier noch, baue dann noch eins davon hin und dann nehmen wir einfach diese Ecke hier und nutzen sie einfach und stellen einfach unser Rathaus dahin. So, perfekt. Dann ist das auch nicht so ganz so ungeschützt. Dann können die Leute vom Rathaus, wenn sie direkt da sind, können sie dann nochmal ein bisschen rumrandalieren. So. Der ist endlich wieder hochgefahren, mein Laptop. Ist jetzt endlich wieder gleich betriebsbereit. Jetzt kann ich mal eben wieder hier im... Nehme ich gerade am Chat angucken. Huiuiui. So, jetzt kann ich es endlich wieder... schließen. Mal gucken, ob Matthias schon zurückgeschrieben hat. Ob er mir das glaubt, dass ich noch streame. Er fragt gerade, wieso. Ich schreibe für die Leute, die nicht wussten, dass es um 17 Uhr ist. Wir haben sogar fast so viel... wir haben sogar fast schon mehr Besucher jetzt in diesem Stream als in dem anderen, oder? Unglaublich. So. Ich muss es mal eben gucken. Wen wir jetzt mal besuchen. Hier schreibt einer die Armeelager. Ach ja, das eine Armeelager steht nicht da, wo die anderen sind. Das ist mir. Das ist, jetzt weiß ich auch, was er meint. Jetzt weiß ich auch, was er meint. So, jetzt. Jetzt gleich aber. Andererseits. Fred unten links das Armeelager muss an die Stelle des Elixiersammlers. Also jetzt. So. Jetzt kommen wir endlich mal einen besuchen.
Mal gucken, wie wir das jetzt machen mit dem Suchen. Sunlight Fighters. Oder wie heißt der Clan? Sunlight Fighter? Sunlight Fighter, genau. Und derjenige ist Nico. Hier ist er doch. Müsste eigentlich passen. Ja, ich muss mal gucken, dass ich jetzt auch alle anderen auch noch jetzt irgendwie noch. Also noch ein paar Leute besuche zumindest so. Das wäre natürlich gut. Ja. Matthias sagt so, lol. Du bist noch am Streamen. Ihr müsst aber auch bedenken, Alter, du bist ja schon relativ hoch, ne? 2400 Pokale, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir überhaupt schon am Streamen sind, das ist eine gute Frage. Zumindest bin ich schon ganz froh, dass ich gerade meinen Laptop noch nicht wieder aufgehangen hat. So. Oh, Darkhand hat geschrieben. Okay, er kann leider nicht kommen, aber ist halt mal ein Stream. Nur für uns. Ja, wie gesagt, die Base von ihm hier vom guten Nico von Sunlight Fighter, die kenne ich natürlich sehr gut. Hatte ich auch mal so ähnlich, finde ich ganz gut. Vor allem auch, weil die Magiertürme schon recht viel schützen. Allerdings, ja, die Position der Minenwerfer. Ja, wobei kannst du schon so lassen. Oh, hier hat jemand gespendet. Und zwar der X. David X12 und deswegen wollen wir ihn jetzt auch mal eben noch schnell besuchen. Er hat geschrieben, was ist er denn? Clan Avengers. Oh, den wird es oft geben. Den wird es oft geben, den Clan, das kann ich euch jetzt schon sagen. Rotes mit schwarzem und gelbem Kreuz. Rot, schwarz, gelbes Kreuz. Hier, das könnte es sein. Name David. Oh, hier David, ich hoffe mal, das bist du, sonst musst du mir gleich nochmal schreiben, dass du irgendwie vielleicht einen anderen, irgendwie, weiß ich nicht, einen anderen Level hast oder so, aber ich denke mal, das wirst du schon sein. Hui, so, also, ja, auch eine ganz lustige Base eigentlich, ich finde die Position der Minenwerfer ist okay, die, ja, ist halt eine Pokalbase, ne, die Magiertürme sind ja auch okay verteilt, Elixierlager ist halt, dunkle Elixierlager ist vielleicht ein bisschen weit draußen, aber ansonsten passt es schon. Und ja, das würde ich mal sagen, die Mauern müssen natürlich noch hoch, die sollten schon auf Level 7, ja auch klar auf Level 7 sein, du bist aber erst Level 56, von daher alles noch im Rahmen. Jetzt hat sich irgendwie mein Kabel hatte sich gerade verklemmt von meinen Kopfhörern, deswegen, so, muss ich mal eben ganz kurz wieder meine Gedanken sortieren. Also wie gesagt, Rathaus Level 7 Base. Und ansonsten, ja, die eine Kanone steht hier draußen, das ist natürlich nicht so gut. Da solltest du dir auf jeden Fall noch einen Platz zu überlegen, ne? Vielleicht, ob du dann das Base Design nochmal überdenkst oder so, ich weiß es nicht, aber die sollte natürlich nicht draußen stehen. Vor allem, weil die auch schon auf Maximum ist für dein Rathaus. Deswegen, lieber David, auf jeden Fall da nochmal überlegen, dass du da, dass du da dir noch irgendwie was überlegst, dass die da nicht dahin kommt. So, jetzt müssen wir eben gucken, hier haben wir da neue Sachen. Boah, da muss ich ja noch 2 Streams hochladen am Wochenende, ey. Ist Glücksritter jetzt auch raus, oder was? Ah, Leute, hier ist aber auch immer eine. Ist aber echt immer. Weiß ich nicht. Hier ist immer ein Terz in diesem Clan drin, ganz ehrlich. Ich will doch einfach nur eine Runde clashen. Ist das denn zu viel verlangt? So, mal eben noch ein paar Truppen ausbilden. Wenn Fred für jede Besuchsanfrage 1 Euro bekommt, wäre er reich. Ja, das ist. Kannst du auch mal Rathaus 10 Basen bauen? Ja, das ist. Hallo Fred, vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Jeden Tag, danke. Ja, das freut mich doch. Wobei, Leute, ich werde mal eben jetzt ganz schnell. Ich meine, wir haben ja jetzt die Zeit, wo die Truppen noch ausbilden. Zumindest schon mal eben ganz kurz bei Plunder Pirates. Also, ich werde das jetzt nicht in den Stream zeigen, weil ich das ja auch nicht kann, weil ich ja gerade bei BlueStacks spiele. Nur mal eben per iPad schon mal ganz kurz, während jetzt eben noch die letzten Truppen ausbilden, mal eben gucken. Dass ich mal eben noch die letzten Anfragen annehme von unserer kleinen, feinen Gilde. Ihr müsst aber leider auch verstehen, Leute, ich habe jetzt wirklich nicht so die Zeit,
immer bei Clash of Clans und bei Plunder Pirates aktiv zu sein. Also ihr müsst da auch auf jeden Fall auch euch im Klaren sein, dass ich da nicht ganz so oft aktiv sein kann. Vielleicht abends mal oder so. Aber ansonsten ist es zeitlich natürlich auch alles ein bisschen begrenzt. Ne? Der Tag hat leider nur 24 Stunden. Ja, und da muss ich natürlich auch gucken, wie ich die irgendwie rumkriege. So. Gucken, dass ich das jetzt mal eben hier, dass ich mal eben ganz kurz die Anfragen annehme. Von der Gilde. Annehmen. Und mal eben ganz kurz gucken, dass wir jetzt nebenbei natürlich auch noch bei Clash of Clans angreifen hier im Stream. Ist ja auch klar. Kann ich die jetzt nicht annehmen oder was? Warum kann ich die jetzt nicht annehmen? Ist ja klar. Ist die Gilde voll oder what? Gilde. Verzeichnis. Kann ich hier nicht sehen. 27, das kann doch gar nicht sein. Wieso kann ich jetzt hier keine Leute annehmen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Hier sind natürlich einige Leute hier noch in die... Nein! Jetzt greifen wir hier erstmal an. Ich muss erstmal hier gucken, dass ich das mal eben ganz kurz... Jetzt kann ich mich nicht um Plunder Pirates kümmern. Jetzt muss ich mich mal eben noch um Clash of Clans kümmern. So. Was haben wir jetzt hier noch? Ein Gegner, den ich möglichst natürlich finden will, den wir angreifen. Gucken. So, also so ein unverhoffter Stream, ey, ganz ehrlich, ich bin so kaputt, aber ich habe mir gedacht, komm, für euch, die jetzt hier noch gewartet haben, wollte ich euch nicht enttäuschen und habe dann gedacht, komm, wir schmeißen den Stream nochmal an. Da hätte ich echt nicht mitgerechnet, dass ich heute Abend nochmal streamen werde. Dass wir jetzt auch 400 Leute haben, die mal eben ganz kurzfristig hier noch dabei sind, hätte ich nicht gedacht. Wie heißt das Spiel mit Pirates? Das heißt Plunder Pirates, aber P-L-U-N-D-E-R, also Plunder Pirates. Ja, wenn ihr da das mal so... Gibt's allerdings nur für iOS. Was spielst du lieber, Clash oder Piraten? Momentan eigentlich beides gleich. Muss sagen, Plunder Pirates hat mich doch sehr positiv überrascht und das spiele ich doch sehr gerne. Aber Clash natürlich auch. Clash ist natürlich auch ein sehr geiles Spiel, was ich auch sehr gerne spiele. Ich brauche unbedingt noch die restlichen 800 oder die restlichen 1500 für meine Queen. Oh, hier ist auch noch was wir eben ganz schnell und leicht mitnehmen können. Ah, alles schön in den Minen und Sammlern drin. Wunderbar. So muss das sein. Alles schön außen in den Minen und Sammlern. Und ich werde auf jeden Fall gleich, wenn der Stream vorbei ist, ich werde sofort pennen gehen. Ja, für einige haben es noch nicht mitgekriegt, aber Nightbot ist ein Bot, der quasi darauf programmiert ist, hier im im Stream-Chat für Recht und Ordnung zu sorgen. Und es ist kein Mensch. Ja? Es ist kein Mensch, es ist ein Roboter, ein virtueller Roboter. Es ist ein Bot, der einfach nur dafür sorgt, dass auch möglichst, im Stream Recht und Ordnung herrscht und deswegen. So. Die Base, muss ich schon sagen, gefällt mir schon mal ganz gut. Ich muss allerdings wirklich noch ein paar Mauern hochmachen und ich habe kein Gold. Ich habe auch nur 2,9 Millionen Elixier, das sieht auch nicht ganz so gut aus. Jetzt müssen wir eben warten. Ich würde sagen, in der Zeit suchen wir noch jemanden. Die Grafik ist scheiße, ja genau. Fred, kommt noch eine Folge mit Battle Monkeys? Ja, irgendwann vielleicht noch. Wir wollten auch irgendwann noch mal die Tage noch eine Runde Funrun nochmal aufnehmen. Wie immer die... Nein, jetzt habe ich den falschen gebannt. Verdammt nochmal. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, dass ich das mal eben kurz... Dass ich mal eben kurz den einen Typen... Na, Alter, es ist doch echt... Mal eben kurz holen, dass ich den Typen mal eben entbannt kriege. Tut mir leid, lieber Hunter. Ich wollte dich jetzt nicht bannen. Das ist automatisch irgendwie passiert. Gucken, ob er das jetzt so war. Invalid Username. Das ist natürlich schon mal gut, dass ich ihn jetzt nicht entbannen kann. Moment. Vielleicht habe ich das auch falsch geschrieben. Hunter. Mit diesen zwei Dingern davor, oder nicht? Invalid Username. Was soll die Scheiße? Ich muss jetzt mal eben suchen, wo der Typ war. Kann ich jetzt hier nicht... Ach, MC Hunter. Ah, Entschuldigung. Unban. MC...
Invalid Username, willst du mich verarschen? Ich will doch nur Hunter entbannen. MC 23. Na, warte mal. 23. Hunter. Ah, leg mich doch am Eier, Mann. Hunter. You have unbanned. Wunderbar. So. Tut mir leid, lieber Hunter, es war ein Versehen. Ich wollte einen über dir bannen, weil er irgendwie wieder die. Ja, lieber Scorvo, du bist leider auch gebannt. Weiß ich nicht, was manche Leute sich dabei denken, irgendwie solche Schimpfwörter in den Chat zu schreiben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ob hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Probleme vorherrschen oder so. Na gut. Ich würde mal eben sagen, wir warten mal eben noch kurz. Alter, jetzt der. Warte mal, muss ich irgendwie mal eben. Ich muss, glaube ich, den Nightbot muss ich, glaube ich, mal irgendwie wieder mal neu konfigurieren oder so. Ich habe da, glaube ich, noch ein, zwei paar Worte auf die Blacklist gesetzt, die da nicht unbedingt so förderlich waren. Muss ich mal gucken. Muss ich, glaube ich, nach diesem Stream werde ich mich da mal drum kümmern. Ansonsten, ja. Seit wann hast du wieder angefangen zu streamen? Seit einer Stunde oder so, ne? Ich werde auch jetzt wirklich nicht mehr allzu lange machen, weil ich wirklich ultra müde bin. Ich bin wirklich ultra müde und ja, wie viele Nachrichten gelöscht werden, tut mir leid. Ich habe da irgendwie. Der Bot ist etwas am eskalieren. Warte mal. Spam Protect. Ich gucke jetzt mal eben selber nach. Gucken, dass ich jetzt irgendwie mal hier mal ein bisschen. Mal eben ganz kurz. Wobei. Ich verstehe auch nicht, warum so viele Nachrichten gelöscht werden. Ich habe eigentlich. So viele Phrasen habe ich da nicht auf die Liste gesetzt, eigentlich. Du musst deine Häufigkeit auch was runterschrauben. Ja, das kann ich jetzt aber so auf die Schnelle nicht mehr machen. Ich würde sagen, wir greifen nochmal eben kurz an. Ach, das ist nicht der Bot, das ist er. Ach so, das ist er. Du darfst, Kira, du darfst auch nicht jeden einzelnen. Du darfst nicht jedes einzelne löschen, was da irgendwelche Leute schreiben. Also die Besuchsanfragen kannst du ruhig lassen, ne? Also, ja. Hey, bin ich froh, wenn ich gleich. ich einfach mal. Weiß ich nicht. Wenn ich mir gleich ein Bier nehmen kann und dann genüsslich noch das Bierchen trinken kann und dann. Schlafen gehen kann. Kira, du darfst nicht alle Leute bannen. Übrigens, ne? So. Guck, Matthias hat auch noch nicht wieder zurückgeschrieben. Und, Alter, ich bin echt schon gerade ziemlich müde, wo wir jetzt eigentlich kurz was sehen haben. Warte mal. Dann mal eben ganz kurz ein SMS schreiben, Leute. So. Moment. Ich brauche noch einen Gegner eigentlich. Ich brauche noch einen Gegner. Mr. Mobile. Fanboy Boyfan. Das ist natürlich auch ein geiler Name. Ein bisschen Recht und Ordnung hier wäre aber schon nicht schlecht. Ja, gut. Kira, du sagst jetzt, wer hat das dem SK Winner 1? Ja, gut, wir müssen auch mal gucken, dass wir hier nicht alle Leute sofort bannen, auch wenn natürlich Recht und Ordnung sein muss. Klar. Aber trotzdem. So. Genau, Kira, schäm dich, schreibt einer. Ach ja. Kann ich in der Zeit mal eben noch ganz kurz. Auf mein Stream-Tipp-Dashboard gucken. Wir haben noch keine neuen Spenden bekommen. Schade. Ich dachte, ihr mögt mich und würdet noch eine Spende machen. So wie der X-David X, den ich eben besucht habe. Für Matthias sein neues Headset, wenn ihr spenden wollt, unten auf den PayPal-Button. Wann kommt das Projekt mit Don John? Das kommt am Samstag um 15 Uhr. Das wird ein sehr schönes Projekt werden. Oh, 320.000 Gold. Komme ich da denn irgendwie ran? Aber die Base ist zu gut. Nee, das ist mir zu riskant. Mit Bart ist mir das momentan etwas zu riskant. Wir haben ja sogar noch 389 Zuschauer, auch wenn ich ja eigentlich das nicht angekündigt hatte. Dafür geht's ja eigentlich schon.
Wie lange spielst du noch Clash? Monate, Jahre? Ja, ich denke mal, Ende offen auf jeden Fall. Ich will ja jetzt nichts beschreien, ne? Aber solange wie es mir Spaß macht, finde ich, sollte ich das ja auch weitermachen. Oh, hier ist eine Base, die wir vielleicht schaffen können. Wenn ich irgendwie die Königin hier mal ein bisschen. Die Königin muss mal ganz schnell runtergehen. Dann können wir es vielleicht schaffen. Ja, eine Riesenbombe kommen. Lass da noch eine Riesenbombe sein. Lass da noch eine Riesenbombe sein. Okay. Lass dann noch eine Riesenbombe sein. Und jetzt nehmen wir unsere kleinen, feinen Freunde. Ja, genau. Spreng bloß immer das, was ich nicht brauche. Ist immer ganz schlau. Egal. Jetzt machen wir ein paar Bogenschützen hinterher. Das ist doch eigentlich mal. Oh, hier ist doch der König. Den kriegen wir vielleicht auch noch kaputt. Das da oben ist mir relativ scheißegal, muss ich sagen. Ob das jetzt kaputt geht oder nicht. So, da noch einen hin. Ich will nur den Loot haben. Der Rest ist mir total scheißegal. So, ich muss die Clan-Truppen ja auch noch setzen. Fällt mir gerade mal ein. Habe ich meinen König schon gesetzt? Den König habe ich noch nicht gesetzt. Oh, das schöne Loot wechselt den Besitzer, Freunde. Das Loot wechselt den. Der Loot heißt es. Ja, der Loot wechselt den Besitzer. Wunderbar. So muss das sein. So muss das sein. Komm, 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 komm. Mal eben gucken. Die Queen noch hinterher setzen. Ich glaube, ich spare mir die Königin auf, oder? Was sagt er? Fred, versuchst du mal Champ? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Jetzt sagt er aber, Kira, du musst ja unterscheiden zwischen Timeout und Bann, ne? Weißt du ja Bescheid. Also, Timeout ist ja noch okay, aber Bann. Muss man vielleicht mal mehr Leute timeouten oder so, ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich mal eben warten, bis hier noch bis das hier noch vorbei ist. 39,3. Wir sind kurz davor. Wir sind kurz vor den 40.000 für die Königin. Wäre natürlich geil, wenn ich das heute noch schaffen würde, damit mich keiner mehr angreift über Nacht und mir das noch raubt. Aber okay, spar einfach auf. Ja, würde ich auch sagen, wie die Königin sparen wir uns noch auf und ich gebe es auch auf. Ja, war dann okay. Über 200.000 Elixir und. Ich würde sagen, Leute, wir sind auch eigentlich wirklich am Ende von diesem Stream angekommen. Ich würde wirklich noch gerne weitermachen, ich bin echt ultra müde und es war ja auch wirklich ein ziemlich spontaner Stream. Ich bilde mal eben noch kurz die Truppen aus. Noch in der Reserve immer noch was haben. Warte mal, hatte ich überhaupt schon. Ne, Mauerbrecher hatte ich noch gar nicht ausgebildet, ne? Da muss ich noch ein paar Mauerbrecher auch noch hinterher machen. Noch ein bisschen auffüllen mit ein paar Bogenschützen und mit ein paar Barbaren. Und dann würde ich sagen, Leute. Ja. Würde ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr dabei wart. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch diesen kleinen spontanen Stream noch angeguckt habt. Ja, mit fast 400 Zuschauern. Also finde ich schon recht geil. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einer Folge Clash of Clans. Ich muss jetzt ganz dringend pennen gehen, weil ich ultra müde bin. Und ja, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Den Stream von 17 Uhr und den Stream von jetzt. Lade ich euch am Wochenende mal bei YouTube hoch und so. Wisst ihr Bescheid und macht es gut, Leute. Tschüss.